Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich bin's wieder, SourceLike 3506, und wir waren stehen geblieben hier in der Gruft von Ritter Weißplankel oder keine Ahnung. Und das erste, was ich sehe, ist, dass die Waffe wieder fast kaputt ist. Fängt damit an. Das war alles wieder. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir jetzt, wie weit wir eigentlich waren hier drin. Aber hier scheinen wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. So. Ich zück schon mal das Schwert. Ich muss mal kurz gucken, die Tastenbelegung. Das ist schon ein Weilchen her, dass ich gespielt habe. So, feistes Skelett. Kann Skelette eigentlich verbrennen? Also Knochen allgemein? Würde mich mal interessieren. So, heißt nicht, dass es irgendwie jemand nachmachen soll oder so. Aber ja, schon interessant zu wissen, ob das geht. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Könnt ihr mal Kommentare schreiben, falls ihr wollt. Aber ich denke mal, eigentlich sollte das nicht möglich sein, dass Knochen verbrennen. Ich komme hier nicht weiter. Gut, da rein. Okay. Sniper. Scheiße. Aua. Hey! Genau, hey. Puh. Ach, wir haben doch noch Level Up, sehe ich gerade. So, ohne Lackenfallen. Ah, ich hab vergessen, was zu trinken. Egal. Wird schon schief gehen. Oh. Das gefällt mir nicht. Da ist der Helm. Ich seh den Helm. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nein, ich rutsche. Nein. Elegant wie eine Elfe. Ist das ein Schild? Feinstahl-Langschwert. Nein. Sir Amiel. Ich habe den Leichnam von Sir Amiel gefunden, der offenbar vor Jahrhunderten bei der Suche nach dem Schrein des Kreuzritters starb. Vielleicht finde ich bei ihm Hinweise, die mir helfen, bei der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters mehr Erfolg zu haben. Ring von Sir Amiel, Tagebuch. Sir Amiel war Mitglied eines Heiligen Ordens namens Ritter der Neun, der sich der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters gewidmet hatte. Seinem Tagebuch konnte ich die Lage des ehemaligen Hauptsitzes entnehmen, der Priorei der Neuen auf der Westebene. Sobald ich den Helm aus dem Schrein des Kreuzritters geborgen habe, sollte ich mich zur alten Priorei begeben. Laut Sir Amiels Tagebuch findet sich der Helm des Kreuzritters in Pelinals Schrein. Ach, Pelinal Weißplank hieß der. Okay, ich schau mal kurz das Schwert an. Und es ist besser als das. Also, nein. Also tun wir das hier rein, das hier raus, wir drücken nicht auf Escape, sondern genau, so kämpft es sich übrigens am besten mit Faust, indem man einfach einen Pfeil durch eine Eisenhand schlägt. Ja, ist so ein geheimer Trick von mir und ich glaube, ich muss mich heilen. Ups. Ja, Tastenbelegung. Ich habe vergessen. Auf den 1. 1. Schild der Ritter der 9. 3 Abwehr. Wie fährt unseres? 7. 3. Leichte Rüstung? Schwere Rüstung? Verstehe ich nicht. Wie sieht das aus? Ach Gott. Was habe ich aufgehoben? Wie ging das nochmal? Steuerung? Tab? Verdammt, wie ging das jetzt? Mit dem Wegwerfen. Ich hab schon wieder vergessen. Tun wir das einfach wieder hier rein. Hallo, kopfloser Mann. Da oben ist der Helm, ich seh ihn. Aber er wird bewacht.
Oh, eine Truhe mit Trinken. Sieht nicht gerade sicher aus. Ich wusste es. Also ich konnte es mir denken. Also, ja. Du haust mir hier nicht aufs Maul. Pfeile? Ich glaube, Pfeile brauchen wir erstmal nicht. Weil so viel schießen wir auch wieder nicht mit vollem Bogen. Und gut. Ich dachte, jetzt schießt er schon los. Kam ich nicht von hier? Ach, das bin ich. Ach nein, von hier kam ich nicht. Bonus-Amulett, Seelenstein und Geld. Money, money, money. Ja, das ist Englisch. Wieso bin ich denn so lang? Ach so, weil ich belastet bin. Erzählen. Hier hin. Hab dich gesehen. Es gibt kein Entkommen, aber. Ja, hab ich das nächste Vieh entdeckt. Nur fürs Verkauf mal die Pfeile, also. So ist es nicht. Geht's auch noch lang da? Eine Tür, die nirgendwo führt. Ich würde sagen, gehen wir in dieses wundersame Loch, nachdem wir diese Statue betrachtet haben. Ja, es liegt alles im Auge des Betrachters. Damit meine ich nicht diese Köpfe mit den ganz vielen Augen oder mit dem einen Auge oder so immer. Ja. Hey, parieren gehört sich nicht. Eiserne Streitaxt, Knochen, mir alles unnütz. Hat der denn hingezielt? Au! Kein Grund, so grob zu werden. Also. Meine Fresse, ich hab nur gefragt. Geld. Darf man mehr, ey. Kriegt man schon gleich aufs Maul. Tür zu, die verlorenen Katakomben. Die Leute mögen euch lieber, wenn ihr viel Charisma besitzt. Es interessiert mich ein Scheiß, was die Leute von mir denken. Also von daher. So langsam glaube ich, dass sich der Aufladeschlag eigentlich eher selten lohnt. Also nur so gegen die richtig starken Gegner. Nicht so gegen diese normalen Loot-Mobs. Treffer. Oh. Ups. Au. Hey. Alter. Pack dich ein. Du auch. Hier. Scheiße. Hallo? Hallo? Wie verbrenne ich meine? Das war jetzt schöner Bug oder Glitch oder. War das eben nicht ein Pfeil? Wir haben 1134 Gold. Läppert sich langsam. Langsam. Und hier haben wir noch Geld. Würde ich sagen, auf zu The Mysterious Loch mal wieder. Schleichern. Ich will irgendwie immer springen, um aufzustehen. Wo ist das denn angewohnt?
Ja, ihr wisst schon. Ach, bei Call of Duty natürlich. Hallo. Ah ja. Ich glaube, hier gehen wir sogar gerade richtig. Da ist eine Kiste. Was? Oh, wann? Wie? Weshalb? Ach so. Ja, hier ist ein Pfeil. Es wäre jetzt auch lustig gewesen, wenn ich getroffen hätte. Aber nur so ein bisschen. Ah, hallo. Hallo. Bisschen Zerstörungskill. Schmuckkiste. Vielen Dank. Helm des Kreuzritters. Jetzt, wo ich den Helm gefunden habe, sollte ich mich zur Priorei der Neuen begeben und nachsehen, ob sich der Brustharnisch des Kreuzritters immer noch dort befindet. Kann ich den Helm jetzt schon benutzen? Jawohl. Festigen Wiederherstellung, 2 Punkte an Selbst, festigen Persönlichkeit, 25 Punkte an Selbst. Mit 2 Abwehr. Ruhige Schönheit zur Zauberspruchliste des Spiels hinzugefügt. Und das macht genau Beruhigung bis zur Stufe 25. Ja, Mann. Ich drücke andauernd die falschen Tasten. Kam ich jetzt von. Von da kam ich. Oh, was? Wo will ich denn jetzt hin? Was ist denn hier? Hier ist nichts. Eine sackige Gasse. Oder ein gassiger Sack. Hier ebenfalls. Ach, jetzt weiß ich es vielleicht. Darüber glupschen. Was sich hier auch wirklich zu lohnen scheint. Haben wir hier schon verlorene Katakomben? Oh, hi. Ach, das ist ja meine. Okay, gehen wir wieder hier lang. Ziehen, durchstratzen, Feuerball ins Gesicht. Ah, verdammt noch eins. Zack, in the face. Knochenmehl, nein. Ist auch nichts, da ist eine Tür. Schrein des Kreuzritters, ich wette, hier geht's wieder raus. Es ist eigentlich immer so bei den Dungeons. Ja, toll. Ja, es geht da garantiert wieder raus. Wie komme ich denn jetzt raus? Ich will hier raus. Ich gebe mich hier doch nicht in den Olympiad. Wie kommst du nach da oben? Verrat es mir. Ich bin schon wieder gesprungen. Wie komme ich denn raus? Hilfe! Ich komme nicht mehr raus. Nein, Schnellreisen geht nicht in einem Dungeon. Was ist denn das hier für eine Tür? So. Komme ich hier wieder raus? Ich weiß es nicht, ich bin verloren. Hilfe! Leute, macht doch nicht sowas mit mir. Was ist das Loch hier? Was soll denn das jetzt? Eingefressen. Ist irgendwo wieder ein Wurm drin. So. Ah!
Was? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Toin. Dann eh noch mir bei. Ja, was tun? Was ist denn das jetzt hier? Komm ich denn jetzt wieder raus? Ich will mich nicht hier rausschicken. Vielleicht irgendwo. Hier lang? Nee, dann komme ich auf der anderen Seite nur raus. Vielleicht sollte ich da einfach mal lang gehen und mich vorher anders hinsetzen. Nee, hier war gut, dass ich durch das Loch gegangen bin. Vielleicht sollte ich ja einfach. Da zurück. Das ist vielleicht die beste Methode, um zurückzukommen. Genau. Hier lang. Ja, das sieht mir doch schon sehr falsch aus. So, wie komme ich denn? Das Spiel verarscht mich. Ich bin jetzt beleidigt. Wie soll ich denn hier jetzt wieder rauskommen? Meine Fresse. Frust heile ich mich jetzt erstmal. Hier muss doch bestimmt irgendwo einen Weg geben. Hoffentlich. Wenn ich die Flamme berühre oder sowas. Vielleicht kann ich ja mit etwas Skill. Jawohl. Der Profi hier. Eben noch am Verzweifeln und schon den Weg rausgekriegt. Nur. So. Ah ja, ich erinnere mich. Und hier sind wir gekommen. Yay. Was ist da was drin? Warum kann ich nicht stehen, dass das schon leer ist? Tap, tap, tap. Also meine schönen Schuhe, das. Zombie. Muss ja nicht gleich jeder sehen. Hier war hauptsächlich Knochen. Hier war ich gar nicht lang gegangen. Hier habe ich auch nicht reingeguckt. Knochenmehl, das Ding. Alles gleich. Ne? Das sind zwei verschiedene. Eiserner Boden. Knochenmehl. Und keiner dieser Steine. Elkindsteine. Warum habe ich die hier nicht aufgemacht? Wer kennt sie denn nicht? Ein Geselle im Umgang mit Schlagwaffen kann einen heftigen Seitwärtsangriff ausführen und dabei eventuell den Gegner entwaffnen. Ich frag mich, was das bringt, weil ich denke mir, die heben hinterher sofort die Waffe wieder auf. Schön. Ja, gefällt mir. Rein. Ja, toll. Schon wieder darf ich latschen. Nee. Sehen.
Rufianus Hasseldor, der Graf von Skinrad, hat Skinrad viele Jahre lang regiert und gilt als mächtiger Zauberer. Schön. Ich frage mich, wo wir unser erstes Haus kaufen wollen.